Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei uns im Stadtarchiv Münster und natürlich auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vor den elektronischen Endgeräten bei Twitch. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier im Stadtarchiv heute Abend zu einem Themenabend über Kolonialismus. Den bestreitet, sind wir sehr froh, Herr Dominik Eickhoff, den ich hier schon mal vorstellen darf. Herr Eickhoff hat Geschichte und Geografie an der Universität Münster studiert und Schwerpunkte waren dabei die deutsche Kolonialgeschichte und Digital Humanities, das heißt also so der Übergang zwischen Elektronik und Geschichte sozusagen. Und er hat 2020 mit dem Bachelor zum postkolonialen politischen System in Tansania seinen ersten Studienabschluss gemacht. Danach war er 2021 bei uns hier im Stadtarchiv und hat ein Praktikum absolviert und hat daraufhin in Zusammenarbeit mit Philipp Erdmann den Internetauftritt Koloniale Räume in Münster, eine Spurensuche, aufgebaut. Vielleicht kennt der eine oder der andere den, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich finde es eine sehr gelungene Verzahnung von Sachinformationen mit einer interaktiven Karte zu den Kolonialspuren Münsters. Ganz analog hat er 2022 und 2023 beim Tag des offenen Denkmals Fahrradführung zu diesen kolonialen Spuren noch angeboten, denn so eine richtige Anschauung davon bekommt man eigentlich nur, wenn man vor den Spuren heute noch steht. Aktuell ist er dabei, seine Masterarbeit mit dem Titel »Die Kolonialwissenschaften an der Universität Münster – Eine kritische Analyse ihrer Entstehungsgeschichte und des gesellschaftlichen Engagements der Lehrenden für den deutschen Kolonialismus 1904 bis 1945« zu schreiben. Die Ergebnisse daraus und aus weiteren archivischen Recherchen zur Stadtgeschichte werden heute Abend vorgestellt unter dem Vortragstitel »Spuren des deutschen Kolonialismus in Münster – Kolonialwissenschaften, koloniale Vereinigungen und der Profit mit dem Kolonialismus 1880 bis 1945. Noch kurz zum beruflichen Hintergrund. Wir haben schon gehört, 2018 bis 2023 war er studentische Hilfskraft in der zentralen Kustodie der Universität und im Kulturbüro der Universität Münster und danach auch im Projektteam zur Sache WWU, die Namensgeschichte der Universität erforschten. Er hat ehrenamtlich mitgearbeitet, einerseits in einem Austauschprojekt zwischen Tansania und Deutschland, zwischen den Unis in Dar es Salaam und der Universität Münster und hat 2019 bis 2022 am runden Tisch der Stadt Münster für den Bremer Platz als Anwohnervertreter teilgenommen. Seit April 2023 ist er Fachberater für Digitalisierung bei unseren Kollegen im LWL-Archivamt an der Jahnstraße. Ja, und jetzt freuen wir uns auf einen spannenden Vortrag. Herr Eickhoff, bitte. Dankeschön, Herr Worm, für die Begrüßung und schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, Ihnen heute Abend ein sehr komplexes Thema vorstellen zu können. Insbesondere mit all den Verflechtungen, die wir hier in Münster finden können. Eine Sekunde. Ja, hier ist gerade eine kleine Meldung. Vielleicht kannst du mal versuchen, die wegzumachen. Genau, ich habe hier nochmal meinen Titel an die Wand geworfen. Dankeschön. Ja. Es soll heute insbesondere gehen um Kolonialwissenschaften, koloniale Vereinigungen und der Profit mit dem Kolonialismus. Unter diesem Wort Profit versuche ich einiges zu verbinden. Also es soll ein Motiv sein, mit dem wir heute das Thema so ein bisschen erschließen können, weil es sehr vielfältige Spuren sind, die wir uns anschauen werden. Und mein erstes Ziel ist, dass ich Ihnen gleich einen Überblick gebe über das Thema insgesamt. Da werden ganz viele Themen jetzt hier vorkommen, die schon andere bearbeitet haben und die viele kennen. Und dann komme ich Stück für Stück zu meinem Hauptthema, den Kolonialwissenschaften. Und dann möchte ich am Ende noch so ein Ausblick geben auf eine Art und Weise, wie man den Kolonialismus in Münster betrachten könnte. Also eine Perspektive, mit der man heute Abend hier rausgehen kann. Zuerst möchte ich über den Kolonialismus im öffentlichen Raum reden, weil das die bis heute am sichtbarsten Spuren sind in Münster. Und wahrscheinlich werden jetzt viele an das Treindenkmal denken, wenn sie an den öffentlichen Raum denken. Ich möchte aber gerne mit einem Denkmal starten,
was in meinen Augen eine viel größere koloniale Themendichte hat, nämlich das Kettler-Denkmal im Schlossgarten. Das wurde nämlich im Gegensatz zum Treindenkmal während der aktiven deutschen Kolonialzeit errichtet. Und wir sehen hier einen kleinen Obelisken, der ist circa 3 Meter groß und steht ganz versteckt im Schlossgarten, heute zugewuchert, schon fast ein bisschen mystisch. Da sind noch ein paar andere Kriegerdenkmäler in der Nähe. Steht also in guter Gesellschaft. Und der Hintergrund ist von dem Kettler-Denkmal, dazu gab es übrigens schon einen Themenabend hier, also von Philipp Erdmann 2019. Und der Hintergrund, den will ich nur ganz kurz ansprechen. Deutschland hatte eine Kolonie in China, hat sie erst 1899 erlangt. Schon ein Jahr später gab es da große Unruhen. Während dieser Unruhen, den sogenannten Boxeraufstand, ein abwertender Begriff der kolonialen Mächte für diesen Aufstand, der eigentlich eine nationalistische Bewegung war. Und der Freiherr von Kettler war der kaiserliche Gesandte des Deutschen Reiches und kam übrigens aus Münster und wurde ermordet während dieser Unruhen. Und das hat dann Kaiser Wilhelm II. Dazu veranlasst, die Soldaten loszuschicken. Er hat seine berühmte Hundenrede in Bremerhaven gehalten, wo er dazu aufgerufen hat, keine Gefangenen zu nehmen und kein Pardon zu geben. Also die letzten Wörter waren jetzt ein Zitat aus der Rede. Es war also eine deutsche Strafexpedition mit Kriegsverbrechen. Ich möchte aber einmal noch schauen, welche kolonialen Fragmente wir in Münster finden können aus der Zeit vor 1919. Denn das möchte ich trennen von der Zeit nach 1919. Zentral in dieser Zeit ist auf jeden Fall erstmal der Aspekt der Heldenverehrung. Den kann man sich ganz gut anschauen, wenn man den Originalentwurf oder den ersten Entwurf für das Kettler-Denkmal anschaut. Ich habe hier ein Foto von Hermann Hidding. Ein sehr monumentales Werk war da eigentlich geplant. Das wurde dann nicht realisiert, weil es zu wenig Spenden gab. Und dann hat man den schlichten Obelisken gebaut am Ende. 1903 dann auch erst. Eine weitere Person, die jetzt viele Leute hier erkennen dürften, da wurde ja auch schon viel zu gearbeitet in Münster, alle kennen ihn, Professor Landois. Der sitzt hier gerade vor einem Gebäude im Zoologischen Garten, im Westfälischen Zoologischen Garten, wie er damals hieß, also der alte Zoo. Da sitzt er gerade auf dem Kamel und da ist eine Person of Color quasi zu seinen Füßen und hält die Zügel seines Kamels. Und in diesem Bild vereinigt sich viel, was eigentlich in der Zeit auch im Zoologischen Garten stattgefunden hat. Dort gab es nämlich in der Zeit bis in die 20er Jahre Menschenzoos, damals nannte man das Völkerschauen. Und diese Völkerschauen, dazu gab es auch schon einen Themenabend vor einigen Monaten, genau, von Christine Fleige. Daraus ist ja auch ein kleines Buch erschienen in der kleinen Schriftenreihe, wer sich da mehr interessiert. Weshalb sich der Zoologische Garten jetzt anbietet, nochmal anzusprechen, ist, weil überall in dem Zoologischen Garten standen kreative Gebäude. Also die Tiere waren untergebracht in Gebäuden, die lauter verschiedenen Architekturstilen aus aller Welt nachgeahmt waren. Also sehr exotisierend. Und das war natürlich die perfekte Kulisse für Kolonialausstellungen. Und eine solche Kolonialausstellung war 1897, also das sollte man unterscheiden von diesen Menschenzoos. Da ging es jetzt darum, dass man Produkte und Waren aus den Kolonien präsentierte und insgesamt für weiteres wirtschaftliches Engagement in den Kolonien warb. Also man hat das eher versucht, den Kolonialismus zu verkaufen bei diesen Veranstaltungen. Alle Veranstaltungen, die dann im Zoo stattfanden, waren natürlich auch gut für den Zoo, weil das brachte Einnahmen und da konnte erweitert werden. Ein Spruch, der am Zoo stand, wenn man da reinkam zu dieser Zeit, zur Kolonialausstellung, den lese ich mal vor. Dem deutschen Geiste, dem deutschen Fleiß geben die Völker die Ehre, wenn deutsche Kraft die Neider zwingt, sind unser Länder und Meere. Also große imperiale Gedanken, die dann direkt am Eingang die Menschen begrüßt haben. Etwas anderes, Wichtiges, was viele oft übersehen, tut mir übrigens leid für die Leute hier vorne, die jetzt die Fotos nicht so gut sehen können.
Kriegsgefangene in den Kriegsgefangenenlagern hier in Münster kamen auch aus den Kolonien, also aus den Kolonien der Alliierten. Hier sind zum Beispiel britische Kriegsgefangene interniert, also Kolonialtruppen, und die gaben für die Münsteranerinnen und Münsteraner Anlass, zu den Kriegsgefangenenlagern hinzu pilgern fast schon. Also es wird teilweise von richtigen Bewegungen geredet, von Menschen, die zu den Lagern reisten und da Fotos gemacht haben oder die Menschen einfach nur betrachtet haben. Also durchaus eine Verhaltensweise, die die Menschen vielleicht in den Menschenzoos schon eingeübt haben und dann in den Kriegsgefangenenlagern auch nochmal durchgeführt haben. Dann die nächste Phase, 1919 bis 1945, da gab es eine etwas gewandelte Form von Kolonialismus, weil der Hauptunterschied von Deutschland zu den restlichen europäischen Großmächten war ja, dass mit dem Versailler Vertrag 1919 dem Deutschen Reich die Kolonien aberkannt wurden. Das hat dann dazu geführt, dass Deutschland in der Folge anders mit der Aufarbeitung dieses Themas umgegangen ist. Denn in der Zeit der großen Unabhängigkeitskriege in den 1960ern, wo also viele der Staaten, vor allem der afrikanischen Staaten, in blutigen Unabhängigkeitskriegen die Unabhängigkeit errangen, war in Deutschland gerade das Wirtschaftswunder und man hatte nicht mal begonnen, die nationalsozialistische Zeit aufzuarbeiten und man hat erst gar nicht an den Kolonialismus gedacht. Die zentrale These, die dann aber in den 20er Jahren entstand, war die koloniale Schuldlüge. Also das Ganze beruht auf oder wird am besten ausgedrückt durch Heinrich Schnee, der hat ein Buch geschrieben 1924, die koloniale Schuldlüge, mit einem sehr passenden, einfallsreichen Logo fast schon, wie ich finde, und hat damit angeknüpft an das Narrativ vom Versailler Schandfrieden. Also einen Frieden, der den Deutschen Dinge wegnimmt, die sie eigentlich hätten behalten sollen, genauso wie die Kolonien. Also eine weit verbreitete Meinung war, dass die Deutschen ihre Kolonien eigentlich hätten behalten sollen. Die Alliierten haben in dem Versailler Vertrag das so formuliert, dass die Deutschen zu brutal gewesen wären. Und das hat natürlich, also diese Behauptung hat den Deutschen damals genügt oder bestimmten Gruppen in der Gesellschaft zu behaupten, das sei eine Lüge. Und die wollten nur selber die Kolonien erlangen. Was wir also finden in der Zeit, ist eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Kolonialismus, aber auf anderen Ebenen. Darum möchte ich jetzt auch noch einmal schnell gucken, was wir hier in Münster aus der Zeit finden. Jetzt kommt endlich das Treindenkmal. Das wurde nämlich erst in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg errichtet, 1925. Ich sage gleich noch einen Satz mehr zum Treindenkmal. Es gab noch eine Kolonialausstellung, aber hier habe ich jetzt ein Foto von einem Kolonialfest. Das wurde 1935 ausgerichtet im Bahnhof, organisiert durch den Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft. Das heißt, auch Frauen haben dieses Thema mitorganisiert, sowohl während der aktiven Kolonialzeit als auch danach. Die Gewinne gingen übrigens an Initiativen für das Deutschtum im Auslande. Dann gibt es ja zwei Straßen in Münster, die benannt sind nach, wie man damals sagte, Kolonialpionieren. Also Adolf Lüderitz und Adolf Wörmann, das sind zwei kleine Wohnstraßen im heutigen Gremmendorf, abzweigend vom Angelmodder Weg. Also keine repräsentativen Straßen oder so. Und die wurden erst 1939 so genannt. Also nicht während der Kolonialzeit, sondern eingebettet in die nationalsozialistische Ideologie als deutsche Vorkämpfer sozusagen. Es gibt inzwischen eine Initiative von den Anwohnern, von einigen Anwohnern, die sich dafür einsetzt, die Straße umzubenennen. Die haben auch eine Homepage, die kann man sich angucken und sich da nochmal näher informieren. Auch über die beiden Personen, da gibt es eine kleine Abhandlung. Und zum Abschluss, in der Windhausstraße gab es einen kleinen Schaukasten, wo die Deutsche Kolonialgesellschaft in Münster, die Ortsgruppe hier, ihre Zeitung aushing, damit die Menschen diese lesen konnten, um so also eine Schnittstelle zwischen Bevölkerung und den organisierten Kreisen der Gesellschaft herzustellen.
Das Foto stammt jetzt aus der Zeit am Ende des Zweiten Weltkriegs, deswegen sehen wir da viele Trümmer. Ja, und das wurde bis in den Zweiten Weltkrieg weitergemacht. Also die Deutsche Kolonialgesellschaft und die nachfolgende Organisation, der Reichskolonialbund, der dann gleichgeschaltet war, haben also weitergemacht. Nochmal kurz zum Treindenkmal, denn da möchte ich gerne darauf hinaus, dass es eine enge Verzahnung von Nationalismus und Kolonialismus gab. Also diese Bewegungen haben zusammengearbeitet und die haben sich gegenseitig einander bedient mit Argumenten, aber auch sich gegenseitig genutzt dabei. Das ist die Szene der Einweihung. Die meisten Fotos, die ich zeige, sind übrigens aus dem Stadtarchiv. 1925, Oberbürgermeister Georg Sperlich steht am Rednerpult. Viele ranghohe Militärs sind dabei hier aus Münster. Anlass gab das Treinbataillon oder der Traditionsverband des Treinbataillons selber. Da wurden verschiedene Reden gehalten und ich hab hier einen Ausschnitt aus der Rede von Professor Bachmann Münster, der Vorsitzender des Denkmalausschusses war. Und der sagt unter anderem: Es muss schließlich einmal die Stunde kommen, da unser Volk nach langer Schandenacht sich wieder erhebt, dass sich wieder stahlbehelmte Kolonnen zur neuen Wacht am Rhein ziehen können. Der Ton, der auch bei diesen Denkmälern angesprochen wurde, war immer revanchistisch. Es wurden immer Kommentare gegen Versailles fallen gelassen. Und in der Folge hat das dann eben dazu geführt, dass es eine Anknüpfung gab zwischen dem Nationalismus und dem Kolonialismus. Die Geschichte ging so weiter mit dem Treindenkmal, dass lange Zeit erstmal nichts passierte, das stand einfach nur unbemerkt da. Und in den 80er Jahren, in den 70er und 80er Jahren fingen dann wieder Bevölkerungsgruppen an, also Aktivisten, darauf hinzuweisen, was es mit diesem Kolonialdenkmal auf sich hat. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Was macht das Treindenkmal zum Kolonialdenkmal? Es gibt zwei Platten, die wurden erst 3 Jahre nach der Errichtung des Denkmals angebracht. Diese zwei Bronzeplatten an den Seiten, also auf Fußhöhe, da werden Soldaten geehrt, insgesamt 3, die in den Kolonialkriegen gekämpft haben. Also nicht im Ersten Weltkrieg, sondern in den Kolonialkriegen, und einer davon war der Krieg der Deutschen gegen die Herero und Nama, der zum Ziel hatte, die Herero und Nama auszulöschen, weshalb der auch heute als Völkermord gilt. Und das ist eben das Thema, was da am meisten mit verknüpft ist, heutzutage. Geehrt wird aber auch ein Soldat, der in China gefallen ist, also während den Kriegen in China. Heute stehen an den meisten Kriegerdenkmälern in Münster diese Stelen, die vom Stadtarchiv entworfen wurden. Und am Treindenkmal gibt es eben jetzt eine Stele, die auch genau auf diesen Kontext, den ich jetzt gerade erklärt habe, hinweist. Was ist bisher so passiert in Münster, um das Thema aufzuarbeiten? Es gab eine Ausstellung 2018 über Missionare in den Kolonien, in den deutschen Kolonien, die hieß Aus Westfalen in die Südsee. Das war eine Kooperation zwischen Stadtmuseum und Universität. Es gibt einen ganz interessanten Sammelband für alle, die sich da weiter einlesen wollen, Koloniale Welten in Westfalen. Dann der schon erwähnte Themenabend und die Publikation über die Völkerschauen im Zoo. Und 2024 ist ein Themenjahr ausgerufen worden von der LWL Kulturstiftung zum Thema Postkolonialismus. Man darf also gespannt sein auf weitere Projekte, die das Thema aufarbeiten. Also es ist jetzt gerade genau die Zeit, das Thema zu behandeln. Man merkt es an vielen Beiträgen. Die eben von Herr Worm erwähnte, das Themenportal, wollte ich noch einmal kurz ein bisschen vorstellen. Das ist so gestaltet, dass es möglichst viel Möglichkeiten gibt, den Raum auch zu erkunden, also auf virtuellem Wege. Ich gehe mal kurz zur Karte und zeige ein paar Sachen. Also wir haben einmal überall Pop-ups, die man aufrufen kann, wenn man auf die Spuren klickt. Die Spuren sehen so klein aus und haben verschiedene Symbole. Und ganz links sehen wir eine Legende. Die Spuren sind also eingeteilt in 5 Kategorien: Kolonialbewegung, Kolonialmission, Kolonialwissenschaften, öffentlicher Raum und
die koloniale Wertschöpfung. Damit soll ein Einstieg ermöglicht werden, dass die Leute thematisch diese Karte auch begreifen können und nicht einfach nur eine Menge Spuren vor sich haben. Da sind nahezu 50 Spuren übrigens verzeichnet. Und hier ist jetzt gerade der Stadtplan von 1931 angezeigt, auf dem kann man ganz gut die Konturen der öffentlichen Gebäude sehen. Unten habe ich die URL hingeschrieben, aber das findet man auch ganz schnell, wenn man in irgendeiner Suchmaschine sucht, koloniale Spuren Münster, dann kommt man schon auf die Seite. Kommen wir zum zentralen Punkt heute Abend, die Kolonialwissenschaften. Ich hoffe, ich habe geschafft, einen Kontext zu bieten, dass man jetzt weiß, in welchem Umfeld die Kolonialwissenschaften stattgefunden haben. Es gab ab 1908 einen Punkt im Vorlesungsverzeichnis, Römisch 5, Kolonialwissenschaften. Es gab kein kolonialwissenschaftliches Institut in Münster und es gab auch keinen kolonialwissenschaftlichen Studiengang. Das heißt, diese Vorlesungen und Übungen, die da angeboten wurden, die wurden einfach doppelt aufgezählt. Das Ziel war, dass die Menschen zusätzlich zu ihrem normalen Studium auch noch die kolonialwissenschaftlichen Veranstaltungen besuchen. Und es wurde von oberster Stelle darauf hingewirkt, dass mehr koloniale Themen aufgenommen werden in den Unterricht. Zur gleichen Zeit sind ein paar andere Sachen noch passiert. Also 1908 war auch ungefähr das Jahr, in dem die meisten kolonialen Konflikte des Deutschen Reiches beendet waren. Also zum Beispiel der Krieg gegen die Herero und Nama ging von 1904 bis 1908, aber auch andere Krisen hatte das deutsche Kolonialreich gerade überwunden, alle blutig niedergeschlagen in Feldzügen. Und das Reich versuchte jetzt, das Kolonialreich zu konsolidieren, also effizienter zu machen. Es gab da verschiedene Initiativen und eine war eben die Wissenschaft mit einzubinden und es gab Fachkräftemangel. Man brauchte Kolonialbeamte, die in der Lage waren, die Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, das Gesundheitswesen voranzubringen in den Kolonien und natürlich landwirtschaftlich zu arbeiten. Und es war ja ein ganz anderes Umfeld, als man bisher gewohnt war in all diesen Bereichen. Es gab auch viele Kolonialschulen inzwischen. Da ging es darum, auch Personal auszubilden, aber an der Universität konkret ging es um Beamte, also um Kolonialbeamte. Das Ganze sollte ein Wissenskreislauf sein, also wenn die Menschen in die Kolonien gehen und ihren Dienst geleistet haben, dann sollten die auch möglichst zurückkehren und dann im Kaiserreich weiter darauf hinwirken, dass dieses System weiter ausgebaut wird. Also die Kolonialwissenschaften waren im Prinzip der Grundbaustein für einen Wissenskreislauf. Ich habe hier mal eine Tabelle mitgebracht mit so einigen Veranstaltungen. Ich habe die stark verkürzt. Im Eingangsbild haben wir ja schon so ein Vorlesungsverzeichnis gesehen, wo das auch detailliert aufgeschrieben war. Hier geht es jetzt nur darum, dass man mal einen Überblick bekommt. Wir haben das Kolonialrecht, eine der ersten Disziplinen, die damals eingeführt wurden. Natürlich, Rechtssicherheit in den Kolonien bedeutet, Menschen wollen investieren in die Kolonien, wollen dort als Unternehmer Fuß fassen. Und es gab dann so Sachen wie zum Beispiel das Eingeborenenrecht, wo es eben darum ging, klar zu regeln, welche Rechte haben eigentlich die Eingeborenen in den Kolonien. Also das ist ein Zeitbegriff, das ist nicht mein Begriff. Das Ziel war eben, diese Rechtssicherheit schon hier den Menschen als Vorwissen mitzugeben. Also Kolonialrecht war dann eben der Bereich der Rechtswissenschaften, der explizit mit dem Kolonialrecht nur verbunden war. Und da gab es eigene Rechtsprechung auch in Deutschland, also eigene Gesetze zu dem Bereich. Die Kolonialbotanik, da erklärt sich das System auch sehr gut. Da ging es darum, die Landwirtschaft effizienter zu machen in den Kolonien. Man kann sich das so vorstellen, dass zum Beispiel dann durch irgendwelche Expeditionsreisen oder ähnliches. Aus Münster ist zum Beispiel hier der besagte Professor Tobler auch in die Kolonien gereist. Und solche Menschen haben dann zum Beispiel Saatgut mitgebracht. Das wurde auch organisiert über die Botanische Zentralstelle in Berlin. Dieses Saatgut konnte dann irgendwie erworben werden. Damit wurde experimentiert, oft in den botanischen Gärten der Uni, aber auch die Städte hatten botanische Gärten teilweise. Und das Wissen, was man da über die Pflanzen erlangte, diente natürlich dem Anbau, der Verarbeitung und damit eben dem profitablen System des Kolonialismus. Also
Ziel war, dass die Pflanzer am Ende mehr Wissen hatten, wenn sie in die Kolonien gingen und dort Pflanzen anbauten. Und das war natürlich gedacht für den Import nach Deutschland. Dann haben wir noch die Kolonialgeografie, die Wissenschaft, die sich am meisten versucht hat, anzunähern an das koloniale System, weil man brauchte Geografen, die Land vermessen können, die in der Lage sind, die Positionen aus den Sternen auszulesen, zu navigieren und die auch geologisches Wissen haben. Und bei all dem ging es um die Ausbeutung der Kolonien. Dann haben wir die Kolonialpolitik, die Kolonialzoologie, wo es ist quasi ähnlich wie die Kolonialbotanik. Da ging es darum, dass man Viehzucht natürlich dann spezialisierte. Dann haben wir noch die Medizin, hier jetzt vertreten durch Tropenkrankheiten und deren Prophylaxe. Hier übrigens ein Ausreißer bei den ZuhörerInnenzahlen. Ab 1908 gab es Frauenstudium in Münster, das ist wichtig zu sagen. Das heißt, in den Vorlesungen saßen auch Frauen, auch wenn die Lehrenden nur Männer waren. Das Thema selber war also ein sehr männliches, aber man konnte das in den Vorlesungen dann schon sehen, dass es Frauenstudium gab. Da waren nur 4 Leute, ist ein Spezialthema, haben nicht so viele daran teilgenommen, aber an den restlichen Veranstaltungen kann man sehr deutlich sehen, dass die Resonanz sehr groß war. Also es sind für die Zeit gute Besucherzahlen. Und die wurden auch absichtlich dokumentiert und weitergegeben. Also sie wurden gezielt festgehalten, um zu zeigen, die Veranstaltungen sind gut besucht. Jetzt kommt ein bisschen was Intensiveres, und zwar preußische Hochschulpolitik. Ich versuche das so anschaulich wie möglich zu machen, um niemanden zu verlieren. Das ist nämlich etwas, was ich versuche in meiner Masterarbeit zu rekonstruieren. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Kolonialwissenschaften hier eingerichtet wurden in Münster? Also wie die politische Lage war, haben wir jetzt, glaube ich, gesehen. Aber wie kam es jetzt konkret dazu? Für die Einrichtung der Kolonialwissenschaften gilt wahrscheinlich für die meisten Unis in Deutschland, aber vor allem in Münster, in dem Fall habe ich es selber erforscht, gilt, dass die Jahre 1904 bis 1909 Schlüsseljahre waren. Im Zentrum steht das preußische Kultusministerium. Ich habe hier jetzt mal ein Foto von Friedrich Althoff genommen, weil er eine sehr zentrale Person war in dem preußischen Kultusministerium. Ich brauche eigentlich nur ein Gesicht für diesen Vortrag an der Stelle, weil das Interessantere ist, die preußischen Universitäten nach der Erhebung der Akademie Münster zu Universität Münster, da hieß sie noch nicht Westfälische Wilhelms-Universität, durch den Zug waren es dann auf einmal 10 preußische Universitäten. 1907 wurde dann die Universität auch benannt nach Kaiser Wilhelm II. Das wurde dann feierlich gemacht während des Kaiserbesuchs 1907 hier in Münster. Da gibt es auch einen Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur Sache WWU, und schließlich hat das Ganze ja dazu geführt, dass sich der Senat dazu entschieden hat, die Uni jetzt umzubenennen zum 1.10.2023. Und einer der Punkte, die auf jeden Fall angeführt wurden, ist die koloniale Haltung und imperiale Haltung Wilhelms II. Eine ganz zentrale Person für die Universitäten war der Universitätskurator, der im Fall der Provinz Westfalen auch gleichzeitig der Oberpräsident war. Das war die Möglichkeit, aus Berlin zu kontrollieren, was in den Universitäten passierte. Natürlich waren die zum Teil selbstverwaltet, die hatten Fakultäten mit Dekanen als Vorsteher und einen Rektor, der die Geschäfte leitete. Aber der Universitätskurator, der passte eben auf, dass alles, oder der hatte die Kontrolle. Das war eben das preußische Element in den Universitäten. Und das Interessante ist jetzt, dass der auch eigenständig kommunizierte. Also der erledigte zwar auch seinen Job und trug das an die Universität weiter, was vom Kultusministerium gab, aber eine interessante Verbindung ist vom Universitätskurator zum Kolonialinstitut in Hamburg. Das ging in die Universität Hamburg irgendwann über in den 20er Jahren, war aber zuerst nur ein Kolonialinstitut zur Ausbildung von Personal für die Kolonien.
Und da machte sich der Kurator schlau, wie denn so ein kolonialwissenschaftlicher, also wie solche Vorlesungen zu organisieren seien, was die Ziele seien, hat dann da auch Schriften erhalten. Er stand aber auch in Kontakt direkt mit dem Reichskolonialamt. Das war eigentlich kein vorgesehener Dienstweg, aber es scheint Verbindungen gegeben zu haben und er hat dem damaligen Staatssekretär des Reichskolonialamts, also der hatte Befugnisse wie ungefähr ein Minister in der Zeit, und dem erstattete er eben Bericht, wie erfolgreich die kolonialwissenschaftlichen Vorlesungen so waren. Und dieser Bernhard Derenburg, der war dann auch prägend für diese Zeit der Konsolidierung des kolonialen Systems. Man nennt das Ganze dann auch die Ära Derenburg. Also in der Zeit haben eben viele Universitäten angefangen, durch einen ähnlichen Kontakt diese Vorlesungen zu halten. Was hatten die Professoren am Ende davon? Also im Prinzip wurde denen ja gesagt, sie müssen das Thema mit aufnehmen, aber die Professoren selber haben sich selber auch dafür eingesetzt. Zuerst mal haben sie oft kleine Extravergütungen gekriegt. Das war kein regelmäßiges Gehalt, aber das wurde dann immer wieder ausgezahlt vom Kultusministerium. Und außerdem war es ein Alleinstellungsmerkmal. Also wie heute auch im akademischen Bereich, man muss sich irgendwo mit hervortun. Und damals haben das eben einige versucht mit Publikationen. Zum Beispiel der Friedrich Tobler hat sehr viele Publikationen über koloniale Nutzpflanzen herausgebracht. Damit möchte ich jetzt überleiten zu etwas, das nenne ich Lobbyismus für den Kolonialismus hier in Münster. Ganz üblich war ja, dass sich die Bürger und Bürgerinnen damals in Vereinen organisierten. Und die Vorsitzenden waren eben oft so die Stadtobersten. Und das waren dann eben auch oft die Professoren. Und ich habe hier mal eine Liste von Vereinen. Die lese ich jetzt gleich vor, also müssen sich jetzt nicht anstrengen, die Folie so genau anzugucken. Und wir werden viele Professoren darin wiederfinden. Also wir haben zuerst den Flottenverein Münster. Der hat sich natürlich für die imperiale Flottenpolitik des Kaiserreichs eingesetzt. Vorsitz hatte ein Mathematikprofessor von Lilienthal. Und einer der nachgewiesenen Mitglieder war zum Beispiel der Geografieprofessor Richard Lehmann, übrigens eine zentrale Person in der Uni-Wiedererhebung und Benennung nach Wilhelm II. Dann haben wir die Deutsche Kolonialgesellschaft, und zwar die Ortsgruppe Münster. Da waren zum Beispiel Mitglieder der Landeshauptmann Wilhelm Hammerschmidt und Oberbürgermeister Georg Sperlich, aber auch der Geografieprofessor Richard Lehmann, der übrigens später auch förderndes Mitglied der SS war. Vorsitzende waren Geografieprofessor Wilhelm Meinardus, Ludwig Mecking und stellvertretend auch der Kolonialrechtprofessor Hubert Nandrup. Der war dann später auch der erste Rektor der Universität in der Zeit des Nationalsozialismus und war in der NSDAP. Dann haben wir den Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft. Die Gründerin 1909 war Anna Krückmann, vielleicht ist diese Person Leuten hier in Münster ein Begriff, vom Hausfrauenverein. Der Mann war auch Rechtswissenschaftler, Professor Paul Krückmann, und der hat sich zum Beispiel für das sogenannte farbigen Recht eingesetzt. Also der hat an den kolonialwissenschaftlichen Rechtswissenschaften mitgewirkt. 1921, dann ein ganz interessantes Ereignis, verschiedenen Vereine schließen sich zusammen zum Ausschuss für koloniale Einheit und Zukunft. In dem Verein waren dann die ehemaligen China- und Afrikakrieger, die Deutsche Kolonialgesellschaft und der Frauenbund, also beide Ortsvereine in Münster, dann der Reichsverband der Kolonialdeutschen und der Kolonialinteressenten, also das ist dann auch ein Verein, den man da in dem Zusammenhang kennenlernt, und der Verein für das Deutschtum im Auslande, was natürlich nach dem Verlust der Kolonien etwas ist, was stark gefördert wurde und was auch wieder sehr eng mit dem alldeutschen Nationalismus verbunden war. Und 1933 wurden schließlich, das habe ich eingangs ja schon gesagt, alle Vereine gleichgeschaltet durch den Nationalsozialismus zum Reichskolonialbund.
Die Menschen haben sich aber dennoch in ihren Fachbereichen, zum Beispiel in den Kolonialwissenschaften, wieder erneut eingesetzt. Es gab übrigens in der Zeit zwischen den Kriegen keine kolonialwissenschaftliche Veranstaltung, da hieß das Auslandskunde. Also die Veranstaltung hat man einfach anders benannt. Und später waren es dann wieder die Kolonialwissenschaften, ab 33. Ich versuche gerade auf die Uhr zu schauen. Bin ich gut in der Zeit? Ja, ist okay. Ich komme nämlich so langsam zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass ich das als Perspektive und Ausblick mitgeben möchte. Mir wichtig klarzumachen ist nämlich, wie haben die Menschen im Alltag den Kolonialismus erlebt? Also was konnten die Menschen außerhalb von diesen höheren gesellschaftlichen Zirkeln eigentlich davon mitbekommen? Und die meisten Menschen waren ja nie in den Kolonien, die haben den Kolonialismus konsumiert. Entweder durch die Waren der Massenproduktion, also durch Konsumwaren oder durch kulturelle Veranstaltungen, wie unter anderem den Menschenzoos und anderen Dingen. Die haben Romane gelesen, Abenteuerromane, die haben Zeitungskolumnen gelesen, wo über Auswanderer berichtet wurde und wie die diese neuen Länder finden. Und das war deren Vorstellung von den Kolonien. Da haben die meisten Menschen den hergehabt. Wir sehen hier ein Foto vom Kolonialwarenladen Henke im Kreuzviertel. Das ist heute, also dieser Kolonialwarenladen steht heute zum Teil im Stadtmuseum. Man kann ihn also besichtigen und sich dort nochmal damit auseinandersetzen. Die Kolonialwaren und die Kolonialwarenläden, wenn man sich die mal genauer anschaut, dann sind das ja eigentlich die Orte, wo man eben die Waren gekauft hat, wo die Werbung dann auch gemacht wurde und wo dann die ganzen Logos auf den Verpackungen zu sehen waren, die irgendwie die Kolonien und das Exotische und das Fremde irgendwie entweder verherrlicht haben oder abgewertet haben. Und diese Kolonialwarenläden sind nicht so einfach im Münster nicht so einfach zu finden, weil das ist ein unscharfer Begriff. Wenn man jetzt nach denen guckt, ich habe es mal versucht, wir haben hier eine kleine Auswertung, eine Auszählung, die ich gemacht habe. Das ist keine Statistik, also das ist nicht aus den Gewerberegistern oder so, sondern das bezieht sich jetzt auf die Adressbücher der Stadt Münster. Und in verschiedenen Jahren haben wir da eine verschiedene Anzahl von gewerblichen Einträgen von verschiedenen Betrieben. Wir haben zum Beispiel die ganz linken Balken, die grünen. Das sind die Kolonialwarenläden, und zwar der Einzelhandel. Da haben wir im Jahr 1853 schon 150 Läden. Dann haben wir im Jahr 1910 eine ähnliche Anzahl, aber im Jahr 1936 steigt das dann nochmal, die Anzahl. Es gab Eingemeindungen in Münster, das heißt, das Stadtgebiet ist gewachsen, es hat noch mehr Kolonialwarenläden dann Platz hier in Münster. Aber man sieht auf jeden Fall, trotz nicht mehr vorherrschendem aktiven Kolonialismus, eine Zunahme der Bezüge zum Kolonialismus, auch hier in Münster. Also das war für die Leute ein Bezugspunkt, dieses alte System. Der Kolonialismus war ja auch weiter in vollem Gange durch die anderen europäischen Kolonialmächte, von denen man natürlich jetzt diese Waren bezog. Dann die beiden blauen Balken in der Mitte, die wir 1910 und 1936 sehen, das ist der Kolonialwaren Großhandel. Das heißt, in Münster gab es zunehmend auch Großhandel, der mit den Kolonialwaren beschäftigt war. Und dann haben wir noch etwas, was natürlich heute auch völlig alltäglich ist, Tabakwaren-Einzelhandel. Also eigentlich verschwinden die ja schon wieder aus dem Stadtbild, aber damals omnipräsent. Da haben wir 1936 150 Stück ungefähr. Und das hier soll jetzt einfach ein kleiner Anlass sein, zu sehen, was alles Kolonialwaren sind und wie alltäglich die dann in dem Stadtbild waren. Und die wurden in einer Zeit gewonnen, in dem natürlich Unrechtsregime in den Kolonien vorherrschten. Das heißt, alles, was dort angebaut und hier weiterverarbeitet wurde, kann man aus heutiger Sicht als unrechtsmäßig beschreiben, als Ausbeutung der Länder. Ich habe mich aber nochmal damit beschäftigt, was eigentlich das System hinter diesen Kolonialwarenläden ist, also was war die Infrastruktur. Und da ganz zentral ist die Handelskammer. Dieses Gebäude, was wir hier sehen, das stand früher an der Engelenschanze im Bahnhofsviertel. Das verarbeitende Gewerbe in Münster bewegte sich so im Bereich von
Tabakfabriken, Schokoladen- und Süßigkeitenfabriken und Kaffeeröstereien. Das heißt, die Waren wurden nach Münster importiert und wurden dann hier direkt weiterverarbeitet. Es gab unter anderem eine Tabakfarm im heutigen Kinderhaus. Hinter dem Zimmermannschen Wäldchen, was ja jetzt auch ein bisschen in den Medien ist, war eine Tabakfarm von dem Kolonialunternehmer Schulte Altenrooksel. Dazu gibt es auch schon ein bisschen Literatur von Philipp Erdmann zum Beispiel. Dann, was wir noch finden, ist Baumwollverarbeitung im Münster und Münsterland. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte erstmal noch kurz zur Infrastruktur. Man denkt sich jetzt wahrscheinlich, 1899, der Hafen wurde eingeweiht, das wurde über den Hafen importiert. Über den Hafen kam aber eher wenig Kolonialwaren, weil die Binnenschifffahrt war spezialisiert auf Schüttgut, aber Kolonialwaren war Stückgut. Also das wurde in Paketen oder auf Paletten geliefert, Tee, Zucker, Kakao, Tabak, Kaffee. Deswegen war wichtiger der Güterbahnhof und die Handelskette, die Kette der Lieferung, die ich rausfinden konnte, war, dass die waren dann, also auf Baumwolle jetzt bezogen, die kamen im Bremerhaven an, gingen über die Baumwollbörse in Bremen, da wurden die gehandelt, dann ging es weiter über die Weser bis an die Weserhäfen und von dort mit der Bahn dann ins Münsterland und nach Münster. So kamen die Kolonialwaren höchstwahrscheinlich hierhin. Ich habe keine Statistiken, konnte ich nicht finden, wie groß die Menge ist, die da so umgeschlagen wurde in den entsprechenden Bereichen. Weil auch in den Dokumenten damals, also wenn man jetzt sich die Akten von der Handelskammer oder so anguckt, werden die Dinge oft einfach nur Kolonialwaren genannt. Das ist also oft gar nicht so genau spezifiziert. Ist aber auch nicht mein zentrales Forschungsgebiet. Ich bin also gespannt, was da vielleicht noch so an Forschung passieren wird. Ich habe ja schon gesagt, Baumwolle. Im westlichen Münsterland gab es ein Wirtschaftscluster. Also da wurde schon früh, waren viele Spinnereien und die haben dann umgesattelt auf Baumwolle und irgendwann waren es Baumwollfabriken. Und die brauchten natürlich Rohbaumwolle und die Rohbaumwolle kam dann im 19. Jahrhundert größtenteils aus den Südstaaten der USA, also unter Sklavenbedingungen angebaut. Und nachdem dort der Bürgerkrieg ausgebrochen war, es gab eine Blockade in der Südstaatenhäfen, war die Einfuhr nicht mehr so sicher und das Deutsche Reich begann sich nach alternativen Bezugsquellen umzuschauen, weil die Baumwollverarbeitung war ein wichtiges Gewerbe und so wurden Togo, Kamerun und Teile von dem heutigen Tansania zu den Baumwollanbaugebieten für das Deutsche Reich. Und eine Institution, die sich dafür ganz besonders einsetzte, für diesen Baumwollhandel und die Baumwollproduktion, war eben die Handelskammer Münster. Die hat 1908 einen Ausschuss für koloniale Angelegenheiten gegründet und hat dann zum Beispiel auch 1910 den Kolonialkongress in Berlin mitorganisiert, hat die Sektion, die Baumwollsektion dort organisiert. Das ist die letzte Folie. Ich habe eine These mitgebracht, mit der ich das gerne jetzt beenden würde. Ich habe jetzt hauptsächlich über die Kolonialwissenschaften geredet und über den Handel mit Kolonialwaren. Und beides hat ja einen bestimmten Wirkungsradius oder ein Einzugsgebiet. Und der Begriff koloniales Oberzentrum ist angelehnt an zwei verschiedene Konzepte. Einmal an das Konzept der kolonialen Metropole und der kolonialen Peripherie. Koloniale Metropolen, von denen ging die Macht aus, also an zum Beispiel Hamburg und Berlin. Ich denke, der Begriff ist heutzutage schon weit verbreitet. Aber für solche Städte wie Münster gibt es eben noch keinen griffigen Begriff, den ich gesehen habe. Das andere Konzept, an den ich das anlehne, ist das Konzept von Walter Kristaller. Der hat die Theorie der zentralen Orte aufgestellt, eine problematische Person. Er ist in die NSDAP eingetreten und hat sein Konzept dann auch im Nationalsozialismus eingeführt. Das war also die Raumordnung des Nationalsozialismus, funktionierte nach der Theorie der zentralen Orte, wo es darum geht, dass man einen Ort hat, der ein Umland mit einer speziellen Ware oder einer Dienstleistung versorgt und dadurch eine zentrale Rolle einnimmt. Da gibt es verschiedene Formen dieser Theorie. Ein
Ein Feld, wo dieses Wort zum Beispiel heute noch genutzt wird, sehr aktiv, ist in der Bundesraumordnung. Ich habe hier einen Ausschnitt von der Bundesraumordnung 2023. Wir sehen hier Münster, dann sehen wir hier Bielefeld, Osnabrück, Dortmund und insgesamt das Ruhrgebiet. Und Münster wird für das Münsterland als ein Oberzentrum kategorisiert. Und wenn wir uns jetzt überlegen, Kolonialwissenschaften und Kolonialwaren sind zwei Dienstleistungen oder Angebote einer Stadt für ein Umland, dann wurden diese Dinge in Münster bezogen, also gerade die Kolonialwaren, deswegen, also es ist ein sehr wirtschaftlich gedachtes Konzept, aber auch die Kolonial, also die Studierenden der Universität hatten ja bestimmtes Einzugsgebiet, was im Grunde genommen Westfalen war, nicht nur begrenzt auf das Münsterland. Und das veranlasst mich jetzt zu der These, angelehnt an diese beiden Konzepte, dass Münster ein koloniales Oberzentrum war, also für bestimmte koloniale Dienstleistungen und Angebote konnte man sich eben hier in Münster versorgen. Und da habe ich jetzt versucht, so einen anderen historischen Zirkel jetzt noch zu schließen, so einen Kreislauf, um auf die Ambivalenz des Themas hinzuweisen. Weil dem Thema, wir haben es ja eingangs, habe ich es versucht zu erläutern, das ist ein Thema, was jetzt gerade überall behandelt wird. Und es ist aber auch überall gegenwärtig, weil der Massenkonsum hält an, die Massenproduktion hält an. Es gibt asymmetrische Machtverhältnisse zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und alles ist ein Anlass, dieses System auch zu hinterfragen und zu schauen, wo liegen die Kontinuitäten oder die aktiven Bezüge auf das koloniale Zeitalter, vor allem auch hier in Münster. Das war's von meiner Seite. Lieber Eickhoff, vielen Dank für den spannenden Vortrag, der uns tief in dieses ganze Thema koloniale Spuren in und um Münster geführt hat und uns verdeutlicht hat, wie tief verankert das in der Gesellschaft des Kaiserreichs und auch in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus noch war. Und ich denke, vermutlich gibt es eine ganze Reihe Fragen. Und ich würde jetzt sagen, wir öffnen hier mal die Runde. Wir machen das wie folgt. Sie stellen die Frage, ich werde die wiederholen, weil die Damen und Herren vor den Bildschirmen kriegen ihre gesprochene Frage vermutlich nicht so gut mit. Ich werde die also wiederholen, dann wird Herr Eickhoff antworten. Ja, Feuer frei. Schauen wir hier vorne. Ich weiß gar nicht, ob Sie das beantworten können, das Bewusstsein. Also wir beuten ja heute genauso aus, globaler Norden wie globaler Süden, vielleicht noch schlimmer als früher. Heute ist uns das ja bewusst, wir verdrängen das, glaube ich, für alle. War den Menschen das früher, ich sage mal, die in einem Kolonialwarengeschäft gingen, auch bewusst? Oder war das etwas eher, was man so exotisch betrachten muss, was die im Hintergrund gar nicht hatten, wo kommt es her? Also gerade wurde die Frage gestellt, inwiefern ein Unrechtsbewusstsein der Zeitgenossen schon bestand, ob es, also dass das eine Form von Ausbeutung ist, was man da betreibt und dass man also die Waren da in ungleichen Machtverhältnissen quasi abnimmt? Also erstmal einschränken, weil es gab bestimmt Bevölkerungsgruppen, die haben das kritisch betrachtet. Es gab damals auch schon die Lebensreformbewegung und andere soziale Bewegungen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Von katholischer Seite wurde zum Beispiel am Kolonialismus kritisiert, dass er zu wenig human sei. Also der Kolonialismus solle humaner sein und das System. Wenn man sich aber so den Alltag anguckt, dann würde ich sagen, dass analog zu heute wenig kritisch damit umgegangen wurde, dass es sogar so war, dass durch das Angebot der Waren in den Schaufenstern und die permanente Präsenz sogar das Bild vermittelt wurde, dass es selbstverständlich ist, dass Deutschland Kolonien hat, diese ausbeutet und dass für das Wohl der Nation stand. Also es wurde ja auch genauso argumentiert in diesen Kolonialvereinen, die ich da eben alle aufgezählt habe. Da war das Ziel, genau das zu begründen, dass es notwendig ist, die Kolonien besser in das wirtschaftliche System des Kaiserreiches einzubinden. Dame hin. Ja, in Hamburg, ja, erstmal danke für den Vortrag. Und in Hamburg gibt es ja zum Beispiel die Firma Dörmann,
Also nächste Frage beschäftigt sich mit der Frage, ob es solche Leitunternehmen gab wie Wörmann in Hamburg, wo man also auch hier in Münster sagen kann, die haben ihr Geld komplett mit solchen Kolonialgeschäften gemacht. Ja, auch das möchte ich direkt einschränken, weil dazu habe ich jetzt kein ganz konkretes Wissen, aber eine Kontinuität, die ich auf jeden Fall sehe, ist bei der Firma Strothmann, die hat auch damals schon gehandelt und die ist ja auch heute noch einer der größten Großhandelsketten hier im Münsterland und hat auf jeden Fall teilgenommen an dem System. Allerdings konnte ich aus den Quellen, die ich mir angeschaut habe, nicht nachvollziehen, in welchem Umfang. Den Namen Schulte Alpen-Rooksel genannt, in einer Verbindung mit Tabakanbau und damit im Kinderhaus. Und wissen Sie etwas mehr über diesen Schulte Alpen-Rooksel, der ja auch in Südafrika ein sogenanntes Fuhrunternehmen geführt hat in den Jahren 1920 bis 1900, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe da Bildmaterial gesehen und habe mich sehr gewundert, als ich den Namen Schulte Alpen-Rooksel gesehen habe, in den Pferdefuhrwerken dort. Hat im Norden von Südafrika Messina bis runter nach Johannesburg transportiert hat. Und hat dieser Name Schultenarten Rooksel, könnte etwas mehr dazu sagen, zu dem Tabakanbau oder die Weiterentwicklung? Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem Tabakanbau im Münsterland und im nördlichen Teil von Münster und dem dort vorkommenden Landwirt, der das betrieben hat oder Unternehmer, der das betrieben hat, Schulte Alten Rooksel, der auch in Südafrika ein Unternehmen geführt hat und Herr Eickhoff soll etwas dazu sagen. Ja, der Unternehmer Schulte Alten Rooksel, der hat sein Wissen aus Südafrika, also in seiner Zeit, als er dort war, man kann ihn auch als Kolonialunternehmer oder sogar Kolonialpionier, glaube ich, bezeichnen, da hat er sich Wissen angeeignet zum Tabakanbau. Er hat auch selber eine Publikation rausgehauen, ich glaube, das war die Verbindung, zum Thema Tabakanbau in der Heimat. Und damit war diese Heimat gemeint. Also er hat sich damit auseinandergesetzt, wie man hier Tabak anbauen kann. Das ist wohl gescheitert, weil das Klima hier zu humid war, wegen der Trocknung. Es hat aber einige, also 10 bis 20 Jahre angehalten. Und der ist dann später zum Beispiel Tabaksachverständiger geworden. Also nachdem das mit dem Tabakanbau nicht geklappt hat, konnte er dieses Wissen noch anders nutzen, um seinen beruflichen Werdegang weiterzumachen in dem Tabakbereich. Der Herr. Ja, eine Frage, und zwar, ich bin selber sehr oft in Afrika. Der Herr fragt nach, ob es Beispiele, also sozusagen von positiven Errungenschaften aus der Kolonialzeit in den jeweiligen Kolonialländern gibt, von denen wir hier also aus Münster noch wissen, also wo also so Münsteraner oder Münsteraner dafür gesorgt haben, dass das in diesen Kolonialländern ja zu positiven Auswirkungen geführt hat. Also die Frage finde ich sehr schwer zu beantworten, weil ich glaube, das ist eine sehr große Haltungsfrage oder eine politische Frage auch. Okay. Ich versuch's mal wieder mit einer Einschränkung, das ist oft schön neutral. Zum Beispiel die Infrastruktur, die dann in den Kolonien eingerichtet wurde, die wurde ja vor allem aus dem Grund eingerichtet, um die Kolonien auszubeuten. Also es ging um zwei Sachen. Es ging darum, dass man das Land erschließt, um dann die Rohstoffe und die spezielle Landwirtschaft einzuführen, die man brauchte.
Und gleichzeitig war das natürlich auch eine Erschließung eines neuen Marktes, weil die Kolonien wurden ja eingebunden durch die Kolonialisierung in den kapitalistischen Kreislauf. Das heißt, dieser Kreislauf beruhte ja darauf, dass man jetzt am globalen Finanz- und Handelssystem teilnehmen musste. Und das war natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also da konnten immer einige Bevölkerungsgruppen profitieren und profitieren bis heute von diesen Entwicklungen, aber ganz viele auch eben nicht. Und die leiden dann eben darunter, dass diese Infrastrukturen eingeführt wurden. Wenn man jetzt nur über die Eisenbahn redet, ist es natürlich immer schön, wenn Orte verbunden werden und man reisen kann. Aber man muss immer schauen, unter welchen Bedingungen ist das entstanden, finde ich. In meinen Augen kann man das nicht voneinander trennen. Und zu dem anderen, also das zu der anderen Frage, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtig verstanden habe, aber ich sage einfach mal etwas, was ich auf jeden Fall denke darüber, die Missionen, die dann gegründet wurden, wo ja auch die Missionsarbeit von Münster aus geleistet wurde, diese Missionshäuser, die bestehen ja heutzutage immer noch in den ehemaligen Kolonien. Das ist also immer noch eine bestehende Struktur, zwischen wo auch immer noch Austausch von Personal beispielsweise stattfindet. Also die Menschen arbeiten dann auch in Münster. Das ist etwas, was immerhin besteht. Ich habe jetzt nicht versucht, auf die Frage so zu antworten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich habe nur noch mal ein Beispiel gebracht, wo da auf jeden Fall eine Verflechtung ist. Ich hoffe, dass das Ihre Frage irgendwie trifft. Ja, mehr meinte ich mit einem anderen Beispiel. Eritrea, Hauptstadt Asmara, komplett in Afrika. Ganze Hauptstadt heute Weltkulturerbe. Die Eritreer sind dankbar ohne Ende dafür, dass die Italiener denen das verliehen können. Da auch so ist das. Andersrum, Missionen, also katholische Kirche zum Beispiel, dort, das sehen Sie sehr kritisch, weil das da einfach multireligiös ist und das führt dann da eben zu religiösen Konflikten. Hier war meine Frage total pragmatisch, also gar nicht wert ist das jetzt kein Interesse, beachtenswert ausbeuten oder so, man einfach nur gibt es Belege dafür, hier aus Münster, wo also so etwas geschaffen worden sein könnte, das nachhaltig ist und dann auch gut gefunden wird. Können Sie das wiederholen? Ja, also es wurde jetzt nochmal nachgefragt, ob es also es geht nicht darum, jetzt sozusagen hier irgendwie wertend etwas zu bringen, sondern ob es sozusagen Beispiele gibt, wo man sagen kann, das ist durch Münsteranerinnen oder Münsteraner mit initiiert oder aufgebaut worden in diesen Kolonialländern und wird heute von der Bevölkerung dort noch gewertschätzt. Ja? Ja. Okay. Also ich glaube, die Frage kann ich einfach nicht beantworten, weil ich ja bei dem Thema nicht pragmatisch sein kann, weil ich das eben immer differenziert betrachte. Also das ist auch meine Haltung. Ich denke, dieses Thema kann man oft nicht so pragmatisch betrachten, auch wenn ich verstehe, dass Sie das zum Beispiel machen oder andere Menschen auch. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie die Münsteraner Handelskammer setzte sich für den Baumwollanbau ein. Da wurden sicherlich Strukturen geschaffen. Heutzutage werden solche Dinge auch Cash Crops genannt. Klar, Menschen können sich davon jetzt ernähren und die können versuchen, das irgendwie zu nutzen für ihr eigenes Fortkommen. Aber ganze Staaten sind jetzt abhängig von einzelnen Produktionsgütern und Monokulturen. Also die gesamte Wirtschaft des Staates dann teilweise. Eine Sache, die vielleicht dann aus dem Baumwollanbau in Tansania entstanden ist, daraufhin gab es dann Unruhen und Widerstandskämpfe gegen die deutsche Kolonialmacht, was dann auch wieder dazu geführt hat, dass es dann einen starken Widerstand gegen die deutsche Besatzung gab und zumindest eine der Keimzellen für nationale Unabhängigkeitsbestrebungen dann später war. Also man bezog sich dann darauf, auf diese alten Widerstände. Ich würde eher darin etwas sehen, wo vielleicht was entstanden ist, was man so betrachten kann, dass es was gebracht hat, nämlich die Unabhängigkeit eines Landes vielleicht. Also ich würde nicht bei diesen wirtschaftlichen Strukturen so simpel denken und schauen, ob die jetzt, weil dann redet man wirklich nur über deren Existenz im aktuellen System. Aber das Unrecht ist ja früher geschehen und damit verknüpft. So.
Jetzt habe ich da hinten die Dame nochmal und dann hier vorne den Herrn. Ja, für die ganze Handschule nach Altenhofs eine Anmerkung machen. Sie haben den Begriff Pionier. Er ist ja ein absolut menschenverachtender und ausbeuterischer Mensch gewesen. Das hat er selbst, er hat eine selbstbiografische Aufzeichnung veröffentlicht mit dem Titel Ich suche Land in Afrika, glaube ich, heißt es, das Buch. Und wenn Sie das lesen, dann bleibt eben der Atem stehen. Also, was jetzt gerade nochmal von der Dame hinten rechts mit aufgebracht wurde, war, wie stark Schulte Altenruxel tatsächlich da, was er für ein schwieriges Menschenbild hatte und wie stark er selbst sich auch als oder in dieser ausbeuterischen Rolle gefiel oder sich da so auch darstellte. Ja, das ist jetzt keine Frage direkt, ich würde mal zum nächsten weitergehen. Zwei Fragen, wir können ja überlegen, welche Sie nehmen. Eine, Sie haben kurz angedeutet, diese Ausstellung im Stadtmuseum neulich fokussiert ja auch die Missionswissenschaft im Kontext Kolonialismus. Können Sie was dazu sagen, wie stark das verwoben war, also die Kolonialwissenschaft und die Missionswissenschaft, die ja, glaube ich, räumlich was eben dran war, wahrscheinlich auch zu einer ähnlichen Zeit. Und die andere Frage war eigentlich nur, gibt es auch neben den Orten, in den Spuren auch konkrete Biografien? Migrationsbewegung war ja eher ein bisschen Kolonialismus andersrum, aber gibt es Biografien für die Zeit von Menschen aus Afrika, die hier in Münster leben, also jetzt nicht in den Völker schauen, aber leben, präsentieren? Also wir haben jetzt zwei Fragen, die ich kurz wiederholen darf. Das eine ist, wie steht Kolonialwissenschaft zur Missionswissenschaft? Ist das sozusagen ein Bruderpaar oder ein Zwillingspaar oder wie stehen die zueinander? Und das zweite ist, gibt es exemplarische Biografien? Ja, zuerst zu den Missionswissenschaften, die waren verwoben. Es gab nämlich später einen Lehrstuhl für Missionswissenschaften und der Begründer war Professor Josef Schmidlin. Und der hat auch gleichzeitig ein Standardwerk, noch, ich meine, 1913 geschrieben, wo er mustergültig beschreibt, wie in Kolonien zu missionieren sei. Also es war so eine Art Grundlagenwerk, was da entstanden ist. Und das ist natürlich eine Aufbereitung von Wissen für die konkrete Arbeit in den Kolonien. Das wurde dann auch woanders benutzt. Irgendwann gab es auch mehr Lehrstühle, aber in der Zeit war es schon einer der wenigen. Und natürlich muss man jetzt dann, also das kann ich nicht nachweisen oder habe es mir auch nicht angeschaut, aber Studierende der Theologie konnten dann natürlich in seinen Vorlesungen eben die Inhalte über die deutschen Missionen angucken. Und da spielt übrigens Kolonialfotografie auch eine ganz große Rolle. Also es wurden viele Bilder gezeigt aus den Kolonien, die natürlich die Menschen vorbereiten sollten, aber gleichzeitig so gewirkt hat, dass es dann eben dass bestimmte Vorurteile gegenüber diesen Bevölkerungsgruppen vorprogrammiert waren, weil man sie ja einstudiert hatte. Das Zweite ich versuche gerade Ihre Notizen zu lesen. Ach ja, schwierig. Also ich kenne jetzt gerade keine. Es kann gut sein, dass es eine gibt. Ich glaube, die Präsenz von Menschen, die jetzt durch die Menschenzoos hier nach Münster kamen, die ist etwas nachvollziehbarer. Und da würde ich jetzt mal auf das Werk von Christine Fleige hinweisen, aus der kleinen Schriftenreihe. Da könnte was daran zu finden sein, aber ich kann jetzt gerade nichts sagen. Und dann noch eine Anmerkung zu Schulte Altenruxel. Der hat natürlich so einen Abenteuerroman geschrieben, also sein Leben als Memoiren und gleichzeitig als Abenteuerroman, wie es in der Zeit viel passiert ist. Also diese Romane, die waren dann gerade in den 20er, 30er Jahren sehr beliebt, und beschrieben dann, wie großartig das war, als man noch Kolonien hatte und die bereisen konnte. Also aus Sicht der Leute. Ne? Und deswegen ist da auch eine extrem rassistische Sprache in diesen Abenteuerromanen zu finden. Hier vorne haben wir noch ein Wort mehr. Ich habe auch noch mal ein Interesse daran, Sie haben jetzt dargestellt, in welcher Form und in welchem Ausmaß zum Teil Münster nun verwickelt war in diese Kolonialpolitik. Aber was mich interessieren würde, ist, gibt es irgendwelche Nachrichten darüber, wie die Münsteraner Bevölkerung zum Beispiel zu diesem
zu diesem Völker schauen gestanden hat. Wie wurde das von der Bevölkerung aufgenommen? Welches Bewusstsein der Bevölkerung, vielleicht irgendein Herrenmenschentum oder was auch immer, ich vermute jetzt nur mal ein bisschen platt, also wie hat die Münsteraner Bevölkerung wirklich das auch irgendwie verinnerlicht? Ja, gut, die Frage, wie stark dieser Kolonialismus auf die Münsteraner Bevölkerung abgefärbt hat sozusagen und wie das Selbstbild war der Münsteranerinnen und Münsteraner gegenüber diesen kolonialen Bevölkerungen. Und machen wir hören. Ich glaube, wie man am besten Zugang dazu findet, sind die Zeitungsberichte aus der damaligen Zeit. Da gibt es nämlich einige. Die sind auch, also da ganz große Bestände an historischen Zeitungen digitalisiert sind, kann man die auch online finden und sich selber da auf die Suche begeben im Portal Zeit.nrw. Und da gibt es auf jeden Fall Artikel, die Münsteraner, also wie der, der Berichterstattende Münsteraner und Münsteranerin beschreibt, wie die sich die Menschenzoos eben anschauen. Und da wird dann oft darüber berichtet, dass besonders interessant für die Leute scheinbar war, die Menschen in Alltagssituationen zu beobachten. Also es gab natürlich auch koordinierte Shows, also es gab richtige Anweisungen, was zu machen ist während dieser Shows. Die Leute sollten also vermeintlich authentisch sein und diese alltäglichen Situationen waren dann wahrscheinlich auch eher nur eine Rückversicherung der Leute über ihre eigene soziale und gesellschaftliche Position gegenüber diesen vermeintlich minderwertigeren Menschen. Ich denke, dass es viel darum ging, das ist meine Einschätzung, aber auch hier würde ich jetzt auf das Werk von Christine Fleige verweisen, weil ich weiß, dass da auch solche Zeitungsartikel drin zitiert werden. So. Eine letzte Frage haben wir noch. Die Dame im Roten. Ich wollte nochmal auf diese Vereine zu sprechen kommen, die es hier im Münster gegeben hat, zur Unterstützung des Kolonialismus. Und da hat mich ja nun ein Name wirklich sehr irritiert. Nämlich die Gründung des Frauenkolonialvereins durch Anna Krückmann. Also in Münster gibt es ja nur noch ein Anna Krückmann-Haus. Und ich bin ganz lange nicht mehr in Münster gewesen. Früher war das als Bund, war das ein Thema. Ich meine, es ist auch die Trägerschaft der katholischen Kirche. Ne? Ich weiß also nicht ganz genau, ob das nicht städtisch ist. Ja. Ja. Also. Jetzt kam nochmal die Frage, inwieweit Anna Krückmann, die ja hier in Münster auch mit einem Anna-Krückmann-Haus vertreten ist, sozusagen im öffentlichen Raum, inwieweit die in diese kolonialen Sachen verwickelt war. Wenn ich so einen Verein gründe, dann unterstütze ich das. Ne? Ja, genau. Wenn man, also hier kam nochmal der Nachtrag, wenn man so einen Verein gründet, dann unterstützt man das. So schätze ich das auch ein. Ich habe keine Unterlagen gelesen, also keine Quellen gelesen zu irgendwelchen Äußerungen oder so von Anna Krückmann zu diesem Thema. Ich weiß nur, dass sie ihn gegründet hat. Ich denke, das ist auch etwas, was man sich vielleicht mal genauer angucken könnte. Ihr Mann, Paul Krückmann, war ja Professor an der Uni und war auch in dem Thema beschäftigt. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen als die Vermutung, dass wahrscheinlich sich über diese Ideen ausgetauscht wurde. Aber was das jetzt bedeutet, also das Erbe Anna Krückmanns, will ich jetzt noch nicht direkt anfechten, da weiß ich zu wenig drüber. So, ich glaube, wir haben unser Wissensdurst, was den Kolonialismus anging, still. Gab es noch eine Frage? Ja, dazu ergänzen. Okay. Also gerade kam der Hinweis, dass man sich gerade jetzt mit dieser Vergangenheit von Anna Krückmann auseinandersetzt und da ist also sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten noch Neuigkeiten zu erwarten. Ja, kann sein, dass da eine Umbenennung rauskommt. Wir wollen mal abwarten. Ne? Also ist ja immer ein Abwägungsprozess, wie bei Straßennamen auch. Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes, man muss da erstmal abwarten. Ich darf Ihnen allen ganz herzlich für Ihr engagiertes Diskutieren und Ihr Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit danken.
und noch auf den nächsten und letzten Themenabend in diesem Jahr hinweisen. Und zwar findet der statt am 30. November diesen Jahres. Und zwar wird Johanna Gehlhardt berichten über die Gauhauptstadt Münster im Bild. Visuelle Inszenierung Münsters von 1933 bis 1945, also in der NS-Zeit. Und das wird gleichzeitig wieder ein Buchvorstellungstermin werden, weil wir Ihre Masterarbeit in gedruckter Form und leicht angepasster Form in unserer kleinen Reihe bringen. Und ich kann Ihnen versprechen, das ist ganz sicher auch wieder ein spannender Abend. Also herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.